Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Wir sind in der letzten Mission des ersten Abschnitts angelangt. Gib dem Hund einen Bonus. Und wir sehen da schon Ivos Rüstungsteile. Was hat das nur zu bedeuten? Tja, ziemlich offensichtlich. Ich erspähe mit meinen kleinen Augen einen Teil deines Schutzmantels zum Aufsammeln. Aha, hol es dir oder ich gehe ohne dich. Okay, Dan, ich weiß nicht, wie du das machen willst. Du sitzt immer noch in dem Raumschiff fest. Flieg! Flieg durch alle Reifen! Wow, das ist also die großartige letzte Mission. Wir sind ein fliegender Hund, der Kehrtwenden machen kann und Bomben schmeißen kann, merkwürdige Staccato-Angriffe vor sich aktivieren kann und fliegen durch Reifen. Juhu, die Superman C64-Mission in Silicon Valley. Ja, leider sind die letzten Missionen aller Gebiete mehr so Gimmick-Level, die immer sehr kurz gehalten sind. Bis auf ein einziges Level, das recht lang ist. Aber das ist leider nicht das lange Level. Und momentan müssen wir uns nur um Geschütztürme Sorgen machen, die Kugeln schießen und die Raketen auf uns schießen. Die Kugeln machen nicht sonderlich viel, außer sie treffen uns alle drei. Die Geschütztürme schießen nämlich immer mit drei Kugeln. Worüber wir uns wirklich Sorgen machen müssen, sind die Raketentürme, die verdammt viel Schaden machen, wenn sie uns erwischen. Aber bevor es richtig gefährlich wird, müssen wir erst alle Ringe durchflogen haben. Ja, oder wir crashen in die Wände mit vollem Speed rein. Dadurch nehmen wir auch Schaden. Ja, das sollten wir möglichst vermeiden. So, bis jetzt schon super spannend, ich weiß. Uah, noch ein weiterer Ring und glaub, ja, da sind ein paar Raketen direkt hinter uns gewesen. Das war verdammt gefährlich. Wir hätten uns beide erwischt, hätte ich jetzt verdammt viel Energie verloren. Und jetzt sollten wir es eigentlich gleich schon geschafft haben. Ich glaube, das ist der letzte oder vorletzte Ring. So, dann machen wir hier vorne mal eine Kehrtwende. Und jawohl. Hey, wie viele fliegende Tiere kannst du töten? Ja, das ist nämlich jetzt die große Aufgabe dieses Levels. Wir müssen mit unserem fliegenden Hund andere fliegende Hunde erstmal erledigen. Das sind 5 fliegende Hunde gegen unseren einen fliegenden Hund. Also gucken wir mal, dass wir in den Kampf gehen. Uah. Solange wir diesen Nahkampfangriff gegen sie einsetzen können, ist alles gut. Die Bomben machen natürlich überhaupt keinen Sinn, weil die Viecher hier sind alle auch fliegend. Wir können sie unmöglich mit den Bomben erwischen. Wir können übrigens auch leider nicht die Bios von den fliegenden Hunden bekommen, weil wir nicht aus unserem Tier aussteigen können. Und wir dürfen die Gegner auf keinen Fall so hinter uns kommen lassen, weil wir sonst verdammt viel Schaden durch die nehmen. Im Moment haben wir auch keine Heilmöglichkeiten. Oh ja, komm. Jawohl. Batterieladegerät online. Und Füchse online. Da sind fliegende Füchse mit Raketenantrieb, die Raketen schießen. Wir dürfen uns auf keinen Fall von denen erwischen lassen. Sondern wir müssen rüber zum Batterieladegerät, das gerade eben online gegangen ist. Das Batterieladegerät, das sagt man zwar nicht so direkt, aber ist recht offensichtlich, was es macht. Es leert unsere Batterie wieder auf, sobald wir nämlich hier reinfliegen. So, dann sehen wir, unsere HP regenerieren sich. Nur während es online ist. Während es noch nicht online ist oder wenn es wieder offline geht, können wir uns hier drin nicht mehr heilen. Also sollten wir es ausnutzen, solange es denn aktiv ist. So, dann warten wir mal eben, bis unsere HP wieder voll aufgeladen sind. Und dann gehen wir wieder raus und töten ein paar fliegende Füchse. Und die übrigen Hunde. So, wo sind sie denn hin? Ah, da sind sie auch schon. Wir dürfen uns, wie gesagt, auf keinen Fall von den Raketen erwischen lassen. Irgendwas ist gerade gestorben, auch wenn ich nicht weiß, wodurch und wie und warum. Egal. So, auf den fliegenden Fuchs da hinten. Ist, ja, doch, da ist einer, verdammt. Und die anderen haben uns mit den Raketen erwischt. Nicht gut. Wenn jetzt irgendein fliegender Hund oder irgendein Raketenfuchs uns erwischt, sind wir sofort tot. Panik. Also wieder zurück ins Batterieladegerät. Wunderschön. Wir haben irgendwie überlebt. Autsch. Ja, wir dürfen auch nicht den Boden berühren. Dadurch nehmen wir auch Schaden. Das wäre jetzt nicht gut. So, das sollte jetzt eigentlich gereicht haben. So, wo sind die übrigen Füchse? Natürlich direkt über uns. Und da ist auch noch ein fliegender Hund, mein Gott. Das sind doch 2 fliegende Hunde. Wie viele leben denn da noch? Kommt schon, sterbt ihr Mistviecher. Ich will den Ausgang erreichen. Ach, sterben wir wirklich noch in dem Level. Ah, hey, da ist dein Rumpf vor dir. Wir müssen nämlich gar nicht mal alle Tiere töten, sondern wir müssen einfach nur genügend Tiere töten. Und dann sehen wir da vorne, taucht einfach so unser Rumpf auf. Merkwürdig, aber okay. So, und den müssen wir jetzt nur noch einsammeln, dann ist das Level auch schon beendet. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Ich glaube, wir kriegen gleich eine Zeit, wie lange wir gebraucht haben. Ja, neuer Rekord, eine Zeit 2 Minuten 48 Sekunden. 2 Minuten 48 Sekunden für das letzte Level dieses Gebiets. Und wir haben für den Rad und Marty irgendwie eine Viertelstunde gut gebraucht. Irgendwie etwas außer Proportion. Sehr gut, Ivo, ich bin der Beste, mit großem Abstand. Denn ist auch vor allen Dingen, sehr merkwürdig. Bleiben wir bei sehr merkwürdig. Ich will jetzt nicht zu beleidigend werden. Ja. Ach, er schläft. Ja gut. Wenn er im Schlaf redet, dann macht es natürlich Sinn, was er gerade gesagt hat. Ach ja, der arme Dan. Er kann nichts machen. Er hat solche Komplexe, der arme Kerl. Ja, das nächste Level, das vor uns liegt, ist Schneespiele. Und wir sehen, wir haben sämtliche Missionen gerettet und sämtliche violetten Energiezellen und Trophäen gesammelt. Bis auf Berg des dicken Bären natürlich, der verbuggt ist, wie wir schon wissen.
denen wir uns leider dann im Endeffekt entschieden müssen. Du hast es also ins Kühle geschafft. Warte, da fehlt was. Oh ja, Schnee. Dieses große Computerding sieht echt cool aus, toller Witz. Schalt ihn ein und wir wollen mal sehen, was passiert. Schalte die Schneekanone ein, schalte das große Computerding ein und schnapp dir einen Husky. Ja, wir hängen jetzt gleich noch eine Mission dran, weil die erste Mission gerade war einfach zu kurz. So, wir sind in einem komplett neuen Gebiet und vor uns wurde direkt mal ein Pinguin von einer Lawine überrollt. Wunderschön. Ja, dann können wir uns auch direkt diesen Pinguin schnappen. Rup, und sehen ein neues Bio. Wurde auch mal wieder Zeit. Typ Pinguin. Umgebung Eis. Fähigkeit A, Springen. Fähigkeit B, Schneeball. Wasserresistenz exzellent. Masse winzig. Panzerung leicht. Stärke schwach. Zugkraft gut. Fallhöhe mittel. Produktion sehr kurz. Antrieb elektrisch. Intelligenz mittel. Es gibt übrigens ein super Geheimnis in den Sprüngen der Pinguine, die überhaupt nicht in der Beschreibung stehen. Überhaupt nicht in den Bios erwähnt werden. Da kommen wir allerdings ja später zu. In erster Linie können wir jetzt erstmal Schneebälle werfen und da vorne den anderen Pinguin erledigen. Mit unserem Pinguin. Huhu. Da vorne sehen wir auch schon ein weißes Etwas. Könnte es ein Husky sein? Ja, wir sollen ja immerhin einen finden. Ja, wie gesagt, erstmal kümmern wir uns hier vorne, glaube ich, um den anderen Pinguin. Wobei... Nee. Wir kümmern uns erst um den Husky. Komm her, Husky. Mit dem Husky gibt es einen ganz einfachen Trick. Man darf nämlich einfach nicht zu ihm runtergehen und man muss ihn hier vorne an diesem komischen Erhöhungsdings da Schneeberg halten. Dann können wir nämlich einfach so hier vorne runterwerfen. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, irgendwann hat der Pinguin sein Maß genommen und dann trifft er den Husky auch. Ja, komm schon. Komm schon, Pinguin. Das habe ich auch schon mal besser gekonnt. Aha, ich weiß nicht, ob wir schon getroffen haben. Wir sehen uns so selten. Jetzt sollte eigentlich nicht mehr viel fehlen. Jawohl, und da war der Husky-Geschichte. Ja, eigentlich dauert es nicht lange, mit so einem Husky einen Pinguin zu töten. Aber erstmal holen wir uns jetzt das Bio von dem Husky. Typ Husky, Umgebung Eis, Fähigkeit A, Springen, Fähigkeit B, Husky, Tollwut, Wasserresistenz, okay, Masse Mittel, Panzerung Leicht, Stärke Mittel, Zugkraft Durchschnitt, Fallhöhe Mittel, Produktion Mittel, Antrieb Elektrisch, Intelligenz Mittel. Der ist sehr mittelmäßig, der Husky, habe ich so das Gefühl. Ja, dann können wir uns hier vorne die violette Energiezelle holen und mal demonstrieren, wie schnell so ein Husky doch eigentlich einen Pinguin zerfleischen kann, wenn man denn überhaupt in die Nähe kommt. Wir können hier selbst mit dem Husky, wenn wir ihn selber spielen, kaum hochlaufen, aber wenn wir springen, ist es doch möglich. So, komm her, Pinguin. Ram, nam, 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 nam. Pinguin will sich kaum wehren, weil er weiß, dass er keine Chance hat. Ich glaube, wenn man direkt vor so einem Pinguin steht, dann kann er einen meistens noch nicht mal treffen, solange er nicht stillstehen kann. Und da wir ihn die ganze Zeit hin und her geschubst haben, konnte er gar nichts gegen uns tun. Uhu. Ja, dann gucken wir uns an hier vorne mit dem Husky um. Wir sehen, dass wir ein ziemlich großes Level vor uns haben. Und viel zu erkunden, viel zu tun. Ja, dann machen wir uns also auf den Weg. Das Ziel ist unten in der Mitte des Levels, aber wir müssen auch an den oberen äußeren Rändern irgendwie langkommen. Das wird ja noch lustig. Irgendwo muss da ein großes Computerdingens sein, das man nur so gerade eben schemenhaft erkennen konnte von dem Ausguck gerade eben, das wir aktivieren mussten. Aber erstmal suchen wir natürlich überall nach den violetten Energiezellen. Sind nicht sonderlich schwer zu finden in dem Level, aber es ist manchmal etwas nervtötend, an sie ranzukommen. Denn hier vorne kommen wir zum Beispiel mit dem Husky schon wieder nicht hoch. Und wir wollen hier nach Möglichkeit noch nicht runterrutschen. Moment, wir kommen hier gar nicht hoch mit dem Husky, merke ich gerade. Na gut. Dann müssen wir uns erstmal wieder einen der Pinguine holen. Dann müssen wir dann mit einem Pinguin hochgehen. Denn die Pinguine haben deutlich weniger Probleme mit diesen Hügeln, die wir gerade eben schon gesehen haben. Oh, tappel, 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 zurück zu dem Pinguin, rup, und dann schnappen wir uns den, um da vorne die ganzen Energiezellen einzusammeln und was nicht sonst noch zu machen. Ja, für den Fall, dass man gegen den Husky Schaden genommen hätte, steht da vorne auch Energie rum, wie wir schon gesehen haben, aber die brauchen wir beim besten Willen im Moment nicht. Wenn man weiß, wie man sich hier verhalten muss in den Leveln, ist es alles deutlich einfacher. So, der Pinguin ist auch nicht in der Lage, da hochzugehen. Ja gut, dann halt nicht. Ja, dann gehen wir halt mit dem Pinguin-Armee vorne runter, wuhu. Werden wir wohl irgendein anderes Tier finden müssen, mit dem wir uns da oben weiter bewegen können. Das heißt, es gibt noch mindestens ein anderes Tier in dem Gebiet zu finden. Da dürfen wir uns schon drauf freuen. Yay. Ja, erstmal müssen wir hier vorne einmal komplett außen rum tappern, um überhaupt zu finden, was wir suchen. Da vorne laufen übrigens noch zwei Pinguine rum. Aber ich glaube, wir wollen uns nicht unbedingt mit zwei Pinguinen als einzelner Pinguin anlegen. Gibt's auch gar keinen Grund zu. Außer es vielleicht für die Trophäe. Wer weiß, wie man in diesem Level die Trophäe bekommt. Tja. Ja, da vorne ist eine weitere violette Energiezelle und ein Schalter, den wir aktivieren können. Rup. Und noch keine Aufgabe erfüllt. Was hat dieser Schalter nur getan? Tja, das verrät einem das Spiel einfach so nicht, aber man kann es später sehen. Es hat etwas in der Mitte des Levels verändert. Oh, hallo Kollegen, wollt ihr mitkommen? Ja, komm, reist mit uns mit. Da hinten scheint noch ein Husky rumzulaufen. Auf jeden Fall ist da hinten noch eine weiße Schäme. Beim letzten Mal war diese weiße Schäme ein Husky. Wird es wieder einer sein? Das wäre gefährlich, denn das würde bedeuten, dass er ziemlich genau auf einer Höhe mit uns ist. Es wird noch kritisch, wenn wir zu diesem Husky hingehen. Naja, hier unten können wir auf jeden Fall erstmal reinspringen, um einen weiteren Schalter zu aktivieren.
Ja, hier vorne sehen wir auch, sind ein paar Plattformen, die sich momentan noch nicht bewegen. Sehr interessant, sehr interessant. Wir gucken uns einmal um, ob hier irgendwelche violetten Energiezellen drin sind. Nein, sind sie aber nicht. Also aktivieren wir hier vorne den Schalter. Der aktiviert hier nämlich eine Windmaschine und die Schneekanone läuft. Ja, ich weiß nicht genau. Schneekanone, eher wirklich Windmaschine. Und naja, gut halt, ein paar Schneeflocken dabei. Ist nicht so eine richtig schöne Schneekanone. So eine richtig schöne Schneekanone erzeugt richtige Blizzards. Aber gut, was soll's, was soll's. Da vorne ist noch eine violette Energiezelle, die wir einsammeln können. Und das große Computerding und zwar da vorne. So, und hier haben wir eine merkwürdige orangene Plattform. Was auch immer das Ding darstellen soll, was auch immer es sein soll, was auch immer es da macht. Wir ignorieren es erstmal völlig und holen stattdessen hier vorne die nächste violette Energiezelle. Und sollten hier vorne an dem großen Computerdingen sein, das wir ebenfalls aktivieren können. Und ja, komm. Jawohl, Aufgabe erfüllt. Du hast das große Computerdingens eingeschaltet. Wunderschön. So, und damit sollten wir jetzt eigentlich schon zum Ausgang können. Ring. Ja, die Plattformen bewegen sich und verdammt, du hast den Zusatzantrieb eingeschaltet. Teleporter aktiv. Ja, was auch immer das heißen soll. Verdammt, du hast den Zusatzantrieb eingeschaltet. Naja, wie dem auch sei, wir haben hier vorne noch eine violette Energiezelle einzusammeln. Und uns fehlt noch die Trophäe sowie weitere Energiezellen. Hier haben wir einen Hasen, der rumhöppelt. Na, wehrt sich dieser Hase, wenn wir ihn angreifen? Er könnte sich wehren, das weiß ich, aber er wehrt sich aus irgendeinem Grund überhaupt nicht, obwohl wir ihn angreifen. Also was soll's. Ah, jetzt wehrt er sich. Ja, er kann nämlich Erdbeben erzeugen, indem er mit seinem Fuß auf dem Boden stampft, was eine sehr gemeine Sache ist. Bam, noch ein Schneeball. Und bam. Bam! Jetzt stirbt schon endlich, jawohl. So, und da kommt das nächste Bio auf uns zu. Rup. Ein Hase! Umgebung Eis. Fähigkeit A, Springen. Fähigkeit B, Klopfer. Wasserresistenz, okay. Masse leicht. Panzerung leicht. Stärke Mittel. Zugkraft gut. Fallhöhe Mittel. Produktion kurz. Antrieb Feder. Intelligenz Mittel. Naja, das klingt ja schon mal sehr mittelmäßig, mal wieder, genauso wie der Husky. Ja, aber mit diesem Hasen hier können wir jetzt höhere Orte erreichen und ja, können auch diese mistigen Hügel überwinden, wenn wir uns nicht zu doof anstellen. Rück. Denn wir haben jetzt eine wunderschöne Sprungkraft, auch wenn er nicht sonderlich stark ist. Außer wir setzen diese Stampfattacke genau ein, während wir auf einem Gegner draufstehen, dann macht das Ding verdammt viel Schaden. Aber die Erdbeben an sich sind leider nicht sonderlich stark. So, jetzt sehen wir auch, wir kommen hier vorne an diese Stelle, an die wir gerade eben nicht dran gekommen sind. Und hier oben drauf finden wir violette Energiezellen sowie einen Gratistrip. Uhu. Ach, den Gratistrip brauchen wir aber eigentlich nicht wirklich. Erstmal nehmen wir hier vorne noch die violette Energiezelle mit. Hüpf, hüpf, na komm. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den Gratistrip natürlich. Oh, das hätte ich jetzt gewusst, dass wir so ein Problem hätten, da wieder hochzukommen, hätte ich ihn direkt mitgenommen. Ich wollte aber auf jeden Fall die violette Energiezelle haben. So, dann Gratistrip. Ja, jetzt, da haben wir. So, schauen wir doch mal. Wo fehlen uns denn hier noch violette Energiezellen? Vorne haben wir keine mehr, da ist der Start, haben wir schon alles eingesammelt. Da ist die Mitte mit dem Endteleporter, wunderschön, haben wir schon alles aktiviert von den Computern. Das ist eine merkwürdige orangene Plattform, ich schätze mal, mit der müssen wir noch irgendwas machen. Hier sind auch keine violetten Energiezellen mehr, wir scheinen nichts übersehen zu haben. Das heißt, wir werden nur noch zu dieser merkwürdigen orangenen Plattform hin müssen, aber wir haben immer noch nicht die Trophäe des Levels. Was muss man dafür nur tun, was muss man dafür nur tun? Ja, es war ja eigentlich schon relativ offensichtlich. So, und Ring, fehlen uns noch zwei violette Energiezellen. Sehr schön. So, mit dem Hasen, wie gesagt, sollten wir auch auf diese orangene Plattform hinten drauf kommen können. Sollten wir eigentlich keine Probleme mit haben. Komm schon, ich will. Na egal. Wir hätten auch den oberen Weg nehmen können, aber gut, gehen wir hier unten lang. Ah ja, stimmt, hier vorne auf den Dingern sind auch noch violette Energiezellen. Die habe ich schon fast vergessen. Ring führt uns schon nur noch eine einzige. Ich glaube, auf der anderen Seite müsste dann eigentlich auch schon die letzte sein. Wozu müssen wir dann nur auf die orangene Plattform? Etwa für die Trophäe? Könnte das sein? Ja, hier vorne ist auf jeden Fall nicht die letzte violette Energiezelle. Müssen wir dafür vielleicht doch oben drauf auf die orangene Plattform. Das werden wir jetzt gleich erfahren, denn jetzt springen wir endlich auf sie drauf. Wupp. Und auf sie. Yay. So, wenn wir jetzt da drauf landen, sehen wir Ring. Sie transportiert uns einmal quer über das gesamte Level, warum auch immer. Nur um uns dann direkt an die Wand zu fahren, vor der sie sowieso schon vorstand, mehr oder weniger. Hier müssen wir recht vorsichtig sein. Da hinten im Horizont sehen wir auch schon die Trophäe dieses Levels. Wir mussten sie hier, wie auch schon vorher in dem Meteoritenlevel, nicht erst aktivieren. Sie war einfach schon die ganze Zeit existent und wir müssen sie einfach nur einsammeln. Und es ist ein Modell dieser merkwürdigen Dinger, die da um die Mitte herumstehen. Diese, was auch immer sein sollen, Haken. Ja,
Aber uns fehlt immer noch eine violette Energiezelle. Irgendwo müssen wir eine übersehen haben. Wo ist sie denn jetzt? Das verwirrt mich jetzt ein kleines bisschen. Ich dachte eigentlich, wir hätten alle eingesammelt. Dann müssen wir irgendwo... Ah, da ist sie doch. Ha, das war gar nicht so schwer, ja. Wir haben einfach nur eine übersehen. Da liegt sie mitten im Level. Und Ring, wir haben alle violetten Energiezellen eingesammelt. Und werden gleichzeitig von einem Husky angegriffen. Naja, den haben wir immer noch nicht erledigt. Aber den müssen wir auch nicht erledigen, denn wir haben ja immerhin schon 100% dieses Levels mehr oder weniger erledigt. Wir müssen nur noch rüber zum Teleporter kommen. Und der Husky ist schon nicht mehr hinter uns. Ja, jetzt müssen wir nur auf eine Plattform warten, die uns mitnehmen will. Die da ist zu weit weg, also warten wir erstmal auf die erste. Hier vorne rüber zu kommen, kann schon mal ein bisschen nervig sein. Diese Plattformen hier sind leider nicht sonderlich freundlich. Und mit der Kameraperspektive hier ist es nicht unbedingt einfach zu timen, wann man springen muss. Und ja, geschafft. So, jetzt müssen wir in die vorderste Kante und geschafft. Puh, beim ersten Versuch, wunderbar. Ah, das kann manchmal ein bisschen länger, wie gesagt, dauern, die Seite da zu überqueren zur Mitte. Aber wunderbar, erster Versuch, perfekt. Und Dan schläft immer noch. Mein Gott, der pennt heute aber den ganzen Tag durch. Ja, damit haben wir die erste Eismission abgeschlossen und wir kommen als nächstes zu Eiskaltes Köpfchen. Ja, da haben wir direkt zwei Level geschafft. Eiskaltes Köpfchen ist eine Mission. Wirklich FSK 0? Wir sehen da jetzt schon einen Kopf und da unten ist so ein bisschen rot an dem Kopf. Soll das Blut darstellen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, see ya.